Hallo und herzlich willkommen bei Mattings Warentest. Was mir Nintendo da geschickt hat, das 3DS, sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales DS. Ist jetzt nicht sehr elegant gestaltet, aber doch das typische Konsolengefühl. Bis auf die zwei Augen vielleicht hier. Wenn man es aufklappt, wird der Unterschied aber gleich offenbar, denn man sieht hier oben sofort den doch recht großen 3D-Bildschirm, der doch einen auch wirklich überzeugenden 3D-Blick bietet. Dass der 3D-Effekt wirklich gelungen ist, muss man mir als Zuschauer jetzt leider glauben, denn im 2D-Video der Kamera sieht man das natürlich nicht. Dass Nintendo erstmals einen Analogstick eingebaut hat, wird vor allem Hardcore-Spieler freuen, denn damit ist die Bedienung gerade von Shootern oder anderen Spielen wesentlich genauer, als es bisher über das normale digitale Steuerkreuz möglich war. Im Lieferumfang ist erstmals auch eine Dockingstation, in der man den 3DS laden kann. Zusätzlich gibt es auch eine SD-Speicherkarte, die hier schon eingelegt ist, die 2 GB umfasst. Spiele sind jetzt nicht direkt im Lieferumfang, man kann mit dem 3DS aber auch schon eine Menge Spaß haben, ohne überhaupt irgendein Spiel zu kaufen. Das liegt hauptsächlich an der 3D-Kamera. Die selbst angefertigten 3D-Fotos kann man sich sehr gut auch auf dem integrierten Bildschirm anschauen. Man kann notfalls auch auf 2D zurückschalten, dann verlieren sie allerdings deutlich an Reiz, weil die Auflösung mit VGA 640x480 doch sehr niedrig ist und zum Beispiel zum Ausdrucken nicht geeignet. Die neuen Spielmodule haben hier so eine kleine Ecke, damit man sie nicht mit den alten verwechselt. Bisher konnte uns Nintendo Street Fighter 3D, Nintendox 3D und Pilot Wings Resort zur Verfügung stellen. Ich kann zugegebenermaßen noch nicht beurteilen, ob es nur die Begeisterung der ersten Spielminuten ist, aber momentan finde ich den 3D-Effekt wirklich toll. Für mich sehen Spiele mit 3D, insbesondere ohne Brille, schon durchaus besser aus. Man wird dann tatsächlich sehen müssen, ob der 3D-Modus den Spielen auch eine echte größere Tiefe verleiht. Street Fighter kann man sicher genauso gut in 2D kämpfen. Beim Pilotenspiel, bei einer Flugsimulation zum Beispiel, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es auch dem Spiel selber etwas gibt.